Herzlich willkommen zum neuen Video vom Blog der Autoblogger. Hier habe ich euch wieder ein ganz spezielles Auto mitgebracht, den Kia Niro. Und was an dem Auto so speziell ist, er schaut aus wie ein ganz normaler Crossover im C-Segment, zeige ich euch in den nächsten Minuten. Bleibt dran, habt viel Spaß, bis dahin. Das ist wirklich ein sehr spezielles Auto, der Kia Niro. Erstmal merke ich es beim Fahren, aber auch hier beim Drehen. Das ist die sechste Einstellung, die ich jetzt mache, um die Besonderheiten von dem Auto irgendwie kurz und knackig zu erklären. Plug-in-Hybrid, ja, aber keiner, den ihr extern noch irgendwie über ein Kabel aufladen könnt. Er bezieht die Energie für seinen Energiespeicher, der im Auto untergebracht ist, alleine aus der kinetischen Energie. Kinetische Energie, Rekuperation, sprich beim Bremsen und wenn er ihn bergunter rollen lässt oder auf eine Ampel oder wo auch immer, ihn einfach ohne Fuß auf dem Gas rollen lässt. Daraus gewinnt er die Energie, die er wegspeichert. Und wann er diese Energie einsetzt, erfahrt ihr gleich. Ja, wann wird denn nun oder wie wird denn nun die Energie eingesetzt, die der Kia Niro quasi in seinem Speicher hat? Er bietet die in einem relativ kleinen Feld an, aber gerade da, wo es Sinn macht. Er hat einen 1,6 Liter Benzinmotor als Turbo mit 105 PS. Die Leistung ist nicht ganz so gewaltig, aber durch den E-Motor kommen nochmal 36,5 PS dazu. Das heißt, unterm Strich habt ihr irgendwo bei Vollauslastung 141 PS Systemleistung. Das ist das eine. Die habt ihr aber auch im Grunde nur beim, ich muss es anders sagen, wenn ihr anfahrt, fahrt ihr einen Teil rein elektrisch an, ist dann quasi der Wirkungsgrad von dem Elektromotor erreicht, schaltet der Benzinmotor dazu. Dann habt ihr beide Motoren, dann habt ihr die volle Leistung. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Auto rangiert, rückwärts fahren, ganz kleiner Geschwindigkeitsbereich, gerade Fläche, rein elektrisch, kein Verbrennungsmotor, volle Emissionsbefreiung im Grunde. Wenn ihr aber auch zum Beispiel auf der Autobahn oder generell beim kräftigen Fahren oder berghochfahren seid, sind wieder beide Motoren aktiv. Der Benzinmotor ist am Schaffen und der Elektromotor unterstützt ihn im Grunde. Der liefert seine Energie in diesen Fällen nochmal dazu, dass er auch da wieder die volle Leistung hat. Das Ganze wird über eine Steuertechnik im Grunde vollautomatisch gemacht. Ihr merkt es gar nicht. Ihr könnt es wirklich nur auf einem Display verfolgen, wenn ihr fahrt. Natürlich beim Rangieren, rückwärtsfahren, wie ich sagte, langsames Vorwärtsrangieren, hört ihr es, dass der Verbrennungsmotor nicht mit dazu geschaltet ist. Ich finde das ziemlich cool, weil diese ganze Steckermacherei, die aktuell bei den E-Autos ist, ist ziemlich furchtbar. Wir haben keine Standards, wir haben keine Ladeinfrastruktur ausreichend zur Verfügung. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Und hier hat Kia einen Weg gewählt, eine Emissionsbefreiung anzubieten, eine deutliche Spritersparnis anzubieten und das eben auf einem super komfortablen Weg. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, Thema Kraftstoffersparnis, Emissionsbefreiung. Ich gehe mal auf die Kraftstoffersparnis ein, die ist am besten messbar. Ich bin mit dem Auto jetzt hier knapp 600 Kilometer gefahren. Davon waren bestimmt 450 Kilometer Autobahnfahrt im Geschwindigkeitsbereich zwischen 130 und 140. Und wenn wir gleich mal auf den Verbrauch gucken, der wird mit 5,5 Litern Superbenzin angegeben. Und das, wie gesagt, für ein Auto mit einer relativ kleinen Leistung, mit einem Turbomotor, wo eigentlich immer viel, eigentlich mehr Verbrauch als bei Saugern zustande kommt. Aber eben, er wird in den kritischen Momenten beim Anfahren immer wieder von dem E-Motor unterstützt, der sich bei der Autobahnfahrt aber auch wieder mit einem ganz kleinen Prozentteil auflädt. Das heißt, der Generator nimmt Energie aus dem Fahrbetrieb und lädt damit den Speicher wieder voll, aber wirklich in so einem kleinen Prozentsatz, dass es im Verbrauch nicht merkbar ist. Und das finde ich also wirklich, ist eine schöne Sache. Ich immer wirklich nur für ganz, ganz große und ganz, ganz teure Autos machbar ist, zeigt uns Kia hier mit dem Kia Niro. Der Wagen verfügt über einen wirklich erstklassigen CW-Wert, 0,29. Natürlich wichtig, weil mit der kleinen Motorleistung, mit dem E-Motor, muss die Luft natürlich ordentlich an dem Auto vorbeistreichen. Das hat Kia gelöst, zum einen durch
spezielle Lufteinlässe, die Luft hier am Auto vorbeistreichen lassen. Wir kommen dann quasi über den Rädern wieder raus und streichen einmal eine Flanke enther. Was auch im Grunde wirklich gut gelöst ist, hinter diesem sichtbaren Kühlergrill hier ist nochmal ein Klappengrill. Das heißt, wenn der Wagen Luft braucht, er muss gekühlt werden, sind diese Klappen auf im hohen Geschwindigkeitsbereich, wo im Grunde sich die Luft im Auto verfangen würde und gar nicht nötig wäre, wenn die Klappen zugemacht. Die sind, wie gesagt, hier hinter angebracht und die Luft streicht großflächig am ganzen Auto vorbei. Was da auch natürlich eine Rolle spielt, ist hier die Form von dem Kühlergrill. Ganz spezielle Form, ich zeige es euch gleich nochmal eben mit Bildern, gefällt mir wirklich gut, ist was anderes. Der ist im Grunde mehr geschlossen als geöffnet. Wenn man genau hinguckt, so wie meine Hand es jetzt abdeckt, von rechts nach links, ist es geschlossen. Und nur hier drunter ist so ein kleiner Spalt, der die Luft durchlässt, weil sie eben natürlich auch am Grill sich verfängt und den Wagen da im Grunde bremst. Also wirklich pfiffige Lösung hier verbaut. Am Heck hat Kia noch als Besonderheit einen Diffusor eingebaut, der da die Luft vernünftig und schnell am Heck quasi abfließen lässt, gesteuert, kanalisiert abfließen lässt, was eben auch von dem Heckspoiler oben auf der Heckscheibe unterstützt wird. Auch der führt die Luft gezielt weg und verhindert Luftwirbel und was letztendlich für den CW-Wert wieder ganz, ganz positiv ist. Ja, noch generell ein paar Sätze auch hier so zum Design und zur verwendeten Technik vom Kia Niro. Wir haben jetzt hier nicht die super Hightech-Beleuchtung, so möchte ich es mal nennen, obwohl das natürlich schon wieder Klagen auf hohem Niveau ist. Wir haben einen Xenon-Scheinwerfer hier letztendlich als Hauptscheinwerfer verbaut. Daneben klassische 21 Watt Blinkerbirnchen, wie man es eben kennt. Hier drunter die Nebelscheinwerfer sind auch mit reiner Halogentechnik abgebildet und die einzigen LEDs, die wir quasi hier vorne finden, sind in diesen waagerechten Schlitzen, die Tagfahrlicht abbilden. Und das ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber gut, wir müssen auf die Kosten wahrscheinlich gucken aus Sicht von Kia und da ist das wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Ansonsten eine recht vertraute Optik, würde ich mal sagen, wenn ihr mal das Video zum Kia Sportage anguckt. Wir haben da eine ähnlich wirkende Leuchte, die sich auch so ein bisschen mit in diesen Grill nach vorne ergießt. Also eine relativ vertraute Front, die man eigentlich auch von anderen Autos kennt. Ja, jetzt hoffe ich mal, habe ich neugierig genug gemacht, mal einen Blick unter die Motorhaube hier von dem Kia Niro zu werfen. Wir machen einfach mal hier den Deckel auf. Stammgucker wissen, was jetzt kommt. Wir entriegeln die Haube und es gibt einen Minuspunkt, bei mir einen großen Minuspunkt, weil kein Dämpfer diese Haube hält. Ich muss wieder hier diese dämliche Stange ins Auto kneten, was für mich eine Technik ist aus den 60er Jahren. Also zwei so Dämpferchen, ich weiß nicht, die können auch nicht die Welt kosten. Ja. So sieht also der Motor von dem Kia Niro aus, der bekannte 1,6 Liter Turbobenziner aus dem Kia Teileregal. Den gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, was die Leistung angeht. Der kleine halt hier mit 105 PS ist da im Grunde der Einstieg. Ganz aufgeräumte Optik im Grunde. Ganz prominent natürlich hier neben dieser Klotz unter dem Ausgleichsbehälter für den Kühler ist der E-Motor. Mit letztendlich allen Zuleitungen, die wir hier haben, deutlich in Orange gekennzeichnet. Auch hier unten drunter, wenn man reinguckt, da sind einige orange Leitungen. Also auch alles, was für den E-Motor letztendlich eine Rolle spielt, ist gut gekennzeichnet. Sicher für die Monteure und Mechaniker. Was wir jetzt hier eben noch an Besonderheit haben, ist, ihr findet die Batterie, die 12-Volt-Batterie, nicht hier vorne, sondern die ist letztendlich ins Heck gewandert. Einfach um Platz zu schaffen, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, ich kann es nicht genau sagen, ich denke mal aus Platzgründen, völlig in Ordnung. Ihr könnt hinten eben auch letztendlich die Batterie gut erreichen über eine Klappe, spricht also auch nichts gegen. Ansonsten die Wartungsöffnungen hier auch alle gut und wirklich auch prominent abgebildet, also auch das ist gut zu machen. Ich fange mal hier vorne an, der Behälter fürs Waschwasser, der... Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist auch ein Ausgleichsbehälter für den Kühler. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Ausgleichsbehälter. Okay, einmal, zweimal. Dann haben wir hier letztendlich
zum Motoröl nachfüllen, die Öffnung. Hier ist der Ölmessstab angebracht. Hier ist der Ausgleichsbehälter, sprich der Vorratsbehälter für die Bremsanlage, für die Scheibenbremsanlage. Wenn ich ehrlich bin, wofür der Kleine jetzt hier vorne ist, entzieht sich mir. Das hat nichts mit der Bremse zu tun. Und wenn ich jetzt mal gucke, wo geht der Schlauch hin, kann man gar nicht nachvollziehen, was der für eine Aufgabe hat. Muss ich passen, kann ich euch nicht erklären, wofür der hier sein soll. Letztendlich aber ein aufgeräumter Motor, ordentlich Platz noch zum Arbeiten. Da kenne ich also als Mercedes-Mechaniker deutlich verbautere Motorräume. Und ich glaube auch die Monteure können ja ganz gut dran arbeiten. Aber wie gesagt, aufpassen. Elektrotechnik schlummert hier, könnt ihr ganz ordentlich eine gezogen kriegen, die eurem süßen Leben wahrscheinlich den Garaus macht. Also Finger weg, Fachleute schrauben lassen, ganz wichtig. Ja, nach den vielen Details, die wir uns schon angeguckt haben, noch einen Satz zur Seite, zur Silhouette von dem Auto. Klassische SUV-Crossover-Form, würde ich mal sagen. Wir haben hier auch wieder diese typischen weit in die Seite gezogenen Scheinwerfer. Hier ist im Grunde so eine Fläche wie ein Katzenauge gemacht, dass wenn Licht drauf fällt, man eben von der Seite auch schon weiß, hoppla, da ist was. Ist natürlich ein Sicherheitsfeature. Die Bereifung hier auf dem Auto ist eine 225-45 R18 Felge, aber auch nur, weil es die Spirit-Ausstattung ist. In den günstigeren Ausstattungen habt ihr eine 16 Zoll Felge, die auch nicht ganz so schick aussieht wie jetzt dieses Felgendesign. Ja. Die Farbe, ich muss überlegen, wie nennt sie Farbe? Farbe nennt sich Deep Blue Cerulean Metallic, wie auch immer es ausgesprochen wird. Sorry, bin ich nicht bei. Schöne Farbe, schicke Farbe, außergewöhnliche Farbe. Man wird oft darauf angesprochen, weil es wirklich eine außergewöhnliche Farbe ist. Was eben auch sehr schön dazu passt, ist hier dieser Dachträger in diesem Aluminium-Look. Das macht eine ordentliche Form. Was mir eben auch sehr gut gefällt, ist diese fast symmetrische Fensterfläche. Wenn ihr mal von der Seite guckt, gut, hier hinten ist es ein bisschen tiefer als vorne, aber ansonsten die Winkel rechts und links sehen schon sehr symmetrisch aus. Das finde ich also wirklich ganz, ganz schick. Das hat Kia optisch also auch ganz schön gemacht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eins habe ich noch vergessen vorhin. Wir haben die Verkehrszeichenerkennung hier oben in der Scheibe angebracht. Damit wird auch der Spurhalteassistent bedient. Damit wird auch der Abstandswarner, der ACC letztendlich bedient und so weiter und so fort. Allerdings hat mich diese Verkehrszeichenerkennung ein paar Mal im Stich gelassen. Gerade in den Baustellen, wo ich im Grunde unterwegs gewesen bin, wurden mir die hohen Geschwindigkeiten vor der Baustelle noch angezeigt und die Änderungen, obwohl die gut gemacht waren in der Baustelle, sind gar nicht präsent wiedergegeben worden. Ja, was auch noch fehlt, sind die Abmessungen vom Kia Niro. Der Wagen hat vom Heck bis zur Front eine Länge von 4,35 Meter. Er ist 1,54 Meter hoch. Die Höhe kann leicht variieren, je nachdem, ob dieser Dachträger montiert ist oder nicht. Wir haben eine Breite von 1,80 Meter ohne Spiegel. Und was haben wir noch für ein wichtiges Maß? Genau, den Radstand. 2,70 Meter ist der Radstand bei dem Auto. Und wie viel Platz das im Inneren gibt, zeigen wir oder gucken wir uns gleich an, wenn ich quasi einmal vorne, einmal hinten gesessen habe. Aber letztendlich mit den Abmessungen ist er voll im C-Segment. Und eben als Crossover spielt er, glaube ich, eine ganz gute Rolle aufgrund seiner Hightech-Lösungen zum Thema Emissionsbefreiung und Kraftstoffersparnis. So, nach der Seitenansicht ein Blick aufs Heck. Ihr könnt soweit schon sehen, also auch da eine aufgeräumte, aber doch eine außergewöhnliche Optik, wie ich finde. Ich fange mal oben an. Wir haben hier letztendlich auch natürlich für den CW-Wert wichtig, so eine kleine Antenne im Haifischflossendesign. Das ist ganz okay. Hier drunter der in Klavierlack gehaltene Dachkantenspoiler, der eben Verwirbelungen vermeiden soll und letztendlich auch die Luft gezielter abführen soll. Was ich eben ganz schick finde, ist hier, wir haben eine LED-Leuchte, diesen außen umlaufenden roten LED-Ring. Darin ist alles andere untergebracht. Rückwärtsscheinwerfer, Blinker, Nebelschussleuchte und so weiter und so fort. Das sieht wirklich schick aus und ja, macht eine ganz aufgeräumte Optik im Grunde. Was auch schön aussieht, ist im Grunde das Typenschild.
ist in so einem matten Aluminium-Look gehalten, genauso wie hier letztendlich die Blende, die so ein bisschen diese Kontur betonen soll, oder eben auch hier unten drunter der Diffusor. Was gibt es noch zu besprechen? Wir machen direkt mal die Haube auf. Die elektrische Haube gibt es nicht. Müsst ihr wirklich draufdrücken, von Hand hochfahren lassen. Dann haben wir hier den Kofferraum, der im Grunde für ein Auto in der Größenordnung, ich würde mal sagen, also auch keine Besonderheiten ist. So, jetzt gucken wir uns den Kofferraum mal ein bisschen genauer an. Oder im Grunde die Bilder lasse ich einblenden. Wir fangen an mit dem Kofferraumvolumen von 427 Liter. VDA-Messung, sprich bis Unterkante der Fenster. Wenn ihr die Rücksitzbank umklappt und dann quasi bis unter das Dach auf dem Vorbereich ladet, kommt ihr bis auf 1452 Liter. Das wird noch ein bisschen mehr werden, weil quasi der hintere Raum hier oben noch nicht mitgemessen wurde. Ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Wenn ich ehrlich bin, was ich vermisse hier hinten, ist eine 12-Volt Steckdose. Die haben wir hier nicht. Ansonsten haben wir einen doppelten Ladeboden, der also so Standardsachen, Warndreieck, Verbandskasten, Handschuhe, so Sachen eben sehr schön aufnehmen kann. Hier links ist der Subwoofer von der JBL Soundanlage untergebracht. Vor dem Subwoofer kommen erst noch 7 normale Lautsprecher, die quasi das Auto beschallen, um dafür Musik zu sorgen. Auf der rechten Seite, ganz interessant, ganz wichtig, hier ist so eine kleine Klappe, wo die Batterie hinter ist. Die normale 12-Volt Fahrzeugbatterie, sprich die, wo ihr eure Nachbarn im Winter mit anstarten könnt. Jetzt gilt es dran, einmal im Kia Niro Platz zu nehmen. Wie von Geisterhand fährt der Sitz nach vorne in die von mir eingestellte Position. Also klares Zeichen, wir haben hier elektrische Sitze drin. Allerdings nur der Fahrer, nicht der Beifahrer. Dafür haben wir letztendlich auch hier eine Memory-Funktion. Zwei Personen können sich den Sitz so einstellen, wie sie es haben möchte, und per Knopfdruck auswählen. Ja, in dieser Einstellung mache ich immer so die Ergonomie von dem Auto. Im Grunde alles ganz, ganz vertraut, ganz bekannt. Rücklehne wieder schön Style bei mir, schön steil. So fahre ich gerne. Ich habe die Schultern gerne ein bisschen angelehnt. Schönes griffiges Lederlenkrad. Ein guter Kompromiss vom Durchmesser, von der Stärke her. Was ich hier bei Kia ein bisschen schade finde, ist halt immer die Belegung von dem Multifunktionslenkrad. Das ist schon ganz schön vollgepackt, das zeige ich euch gleich mit der Handkamera einmal. Ansonsten, die Sitzposition, so wie ich sie habe, ist wirklich einwandfrei. Ich kann den rechten Arm hier auf der Mittelarmlehne gut ablegen, die Höhe passt gut. Auch wenn ich mit dem linken Arm im Grunde hier oben auf dem Fenster liegen möchte, passt also auch wirklich für mich auf jeden Fall sehr hervorragend. Wir haben ansonsten halt hier eine klassische Instrumentenform, 2 Rundinstrumente. Gucken wir gleich auch mit der Handkamera drauf. Hier neben ist letztendlich das Kia Connect Informationssystem mit Navi und Infotainment. Ein 8 Zoll Display haben wir hier mit so einer Kombination aus Touchbedienung und eben hier Knöpfen, die drunter sind. Also wirklich alles ganz bekannt. Vielleicht noch ein Satz hierzu. Natürlich, Lenkrad ist sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verstellbar. Also auch da kann man es wirklich so anpassen, wie man es haben möchte. Ja, Sitz ist für mich eingestellt bei meinen 1,76. Was vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, die Handbremse ist weder hier, noch haben wir hier eine elektrische Feststellbremse. Nein, wir haben hier unten so ein Fußpedal, was ich wirklich hier mit Schmackes runtertrete, um das Auto zu arretieren. Kann ich auch nur jedem empfehlen zu machen, weil als Plug-in-Hybrid, der quasi bei Elektro beginnt, mit Elektro Kraft anfährt, habt ihr ganz schnell einen Fahrzustand, oder sprich, der Motor läuft schon, wo ihr es nicht hört, und wenn ihr dann eben ohne Feststellbremse nur ganz leicht einmal aufs Gas kommt, macht das Ding schon 8 Meter nach vorne. Also Motor starten, Fuß auf der Bremse habt ihr dazu,
Feststellbremse lösen, dann seid ihr im Thema, Fuß aufs Gas, dann könnt ihr knackig losfahren. Jo, jetzt geht's nach hinten, dann kommt die Handkamera zum Tragen, dann kommt das Fazit und dann sind wir fertig mit dem Auto. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie es im Kia Niro hier für die Passagiere im Fond aussieht. Ich fange mal so an. Vom Einstieg her, von der Breite der Tür, habe ich schon in Autos gesessen, wo man besser reinkommt, gerade auch im C-Segment. Und das war jetzt gerade ein bisschen beengt, also nicht ganz so schick, wie ich es eigentlich erwartet hätte, bei einem Radstand von 2,70 Meter. Ja, dann haben wir jetzt hier quasi, die Rücklehne ist auch nicht einstellbar im Winkel, wie zum Beispiel bei anderen Kia-Modellen. Das heißt, ich muss so sitzen, wie ich jetzt hier bin. Das ist relativ flach, gefällt mir nicht ganz so gut. Die Kniefreiheit, ich mit meinen 1,76 Meter komme also wirklich jetzt gerade so hier raus, dass ich bis auf 3 bis 4 Zentimeter hier noch Platz in dem Auto habe. Jemand, der größer ist, der längere Beine hat, der wird hier Schwierigkeiten haben von der Kniefreiheit. Was wiederum schön gelöst ist, ist im Grunde, wir haben relativ viel Platz unterm Sitz. Das heißt, ich kann also die Füße relativ frei bewegen. Das ist also ganz schick. Ja, Thema Kopffreiheit, die ist wiederum relativ gut. Da habe ich also jetzt hier gute 12 cm nach oben, bis ich da quasi an den Himmel kommen würde. Jetzt gucken wir noch einmal hier, was die Mittelarmlehne angeht, dazu. Also das ist im Grunde jetzt hier eine klassische Form, klassische Auslegung. Keine Gimmicks, keine versteckten Funktionen. Ganz klassisch zwei Getränke reinstellen, einmal links, einmal rechts. Dann sind wir hier bedient. Was ich euch nicht unterschlagen möchte, ist, dass wir hier hinten natürlich elektrische Fensterheber haben und dass die beiden äußeren Plätze auch eine Sitzheizung haben. Das ist schon mal ganz gut, vor allen Dingen eben hier mit der Lederbespannung dieser Sitze macht das auf jeden Fall Sinn. Was auch sehr schön von Kia gelöst ist, ist im Grunde, man hat hier hinten in der Mittelkonsole eine 220 Volt Steckdose, die bis zu 200 Watt Leistung liefert. Und das finde ich also schon erstaunlich. Kühltruhe, Akkuladegeräte, was man eben alles so dabei hat, kann man da prima anstecken. Ansonsten haben wir hier noch eine Lüftung, die letztendlich die beiden hinteren Passagiere mit Frischluft versorgt. Die können ihre Sachen hier letztendlich in zwei Netze stecken. Also es gibt schlechtere Plätze im Fond. Es gibt aber auch welche, die ein bisschen besser sind, wo der Platz eben noch ein bisschen besser abgebildet ist. Ja, das soll es von hier hinten gewesen sein. Jetzt Handkamera und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Ja, jetzt geht es mit der Handkamera los im Kia Niro. Wie immer, ich fange bei der Tür mal an. Ganz schlichtes, klassisches Klavierlackelement haben wir hier. Wir haben hier so ein Metalloptik-Öffnungshebel. Sieht ziemlich schick aus. Darunter halt klassisch die Bedienkonsole für alle Fensterheber, Türsicherheit, Spiegeleinstellung und so weiter und so fort. Hier letztendlich die Memory-Funktion für die Sitzeinstellung der beiden Passagiere. Hier unten ist das Pedal letztendlich für die, wo bin ich denn? Für die Feststellbremse. Das heißt, hier mit dem Fuß drauftreten ist sie gelöst. Wieder drauftreten, sie bleibt unten. Ist die Bremse arretiert. Ich mache mal die Tür zu, damit das Gepingel ausgeht. Der Sitz fährt mich nach vorne. Ihr habt jetzt hier die Optik zu den Instrumenten. Jetzt drücke ich einmal auf die Zündung. Die haben wir hier. Ohne Fuß auf der Bremse. Dann ist letztendlich ganz normal die Zündung eingeschaltet. Wenn ich einen Fuß auf die Bremse setze, nochmal auf den Knopf drücke, dann sind wir letztendlich... warum klingelt es jetzt? Weil ich nicht angeschnallt bin. Okay. So, ich schneide mich mal eben an. Mit einer Hand ist das gar nicht so. Ja, Fakomat, ey. Ja, da sind wir. Also, jetzt sind wir angeschnallt. Ja, das Auto, so wie es jetzt hier steht, ist im Grunde fahrbereit. Wenn ich jetzt eine Fahrstufe einlege, ist gerade auf P, ja, die Sonne stört ganz schön. Ich gehe mal auf D. Feststellbremse lösen. Dann sind wir letztendlich,
dass das Auto fährt. So, ich halte mal die Kamera drauf, während wir eben hier einmal um den Förderturm fahren. Ihr hört es am Geräusch. Ihr hört nämlich nichts. Das ist jetzt hier Elektro bis 20 Kilometer pro Stunde. Wenn ihr mal in der Mitte dieses Instrument anschaut, dort kann man quasi jetzt erkennen, dass aus dem Energiespeicher, das ist rechts das blaue Klötzchen, die grünen Pfeile nach links laufen. Links ist der Motor und die Räder, sprich in die Antriebsräder. So ist jetzt hier Elektrofahrbetrieb. Fahren wir noch ein Stückchen weiter, muss gleich noch einmal einlenken. So, dann sage ich euch mal, wie es danach geht. Jetzt machen wir eben hier einmal die Kurve und dann geht es in die Gegenrichtung. So, jetzt treten wir nämlich mal drauf und jetzt seht ihr, es gibt immer noch eine Unterstützung. Jetzt muss ich schon wieder bremsen, das kann man wirklich schlecht machen. Ich muss das gleich mal auf einer anderen Stelle zeigen, aber letztendlich so kann man eben sehen, wie die Akkus jetzt beim Bremsen zum Beispiel, diese blauen Striche, ich zeige es euch gleich nochmal. Das ist jetzt wirklich schwierig beim Fahren zu zeigen, weil das eben auch ein kleines Gelände hier ist. So, jetzt kommt wieder aus dem Energiespeicher die Kraft auf die Vorderräder. Jetzt gleich bremsen wir einmal und zwar jetzt. Und jetzt diese blauen Streifen, die jetzt da reinlaufen, damit wird der Energiespeicher wieder aufgeladen. Ja, wir machen das Fazit jetzt eben. Und dann sind wir mit dem Auto soweit fertig. Ja, vor lauter Handkamera habe ich jetzt vergessen, hier die weiteren Bedienteile zu zeigen. Quatsch, Handkamera, vor lauter Fahrerei. Ja, hier haben wir das 8 Zoll Display im Grunde, was hier alles anzeigt. Endlich ist es auch so weit, dass zum Beispiel Apple CarPlay mit an Bord ist. Das begrüße ich natürlich sehr. Einmal hier, Apple CarPlay wird aktiviert. Und jetzt nochmal drauf drücken. So, da sind wir. Das kennen alle Apple-Laner. Musik machen wir aus. Ansonsten also hier muss ich gar nicht drauf eingehen. Die bekannten Icons, die wir halt aus dem iPhone alle kennen. Das Ganze gibt es auch jetzt hier für Android Auto. Also auch für die Fraktion der Android-User sind wir da jetzt endlich angekommen. Ansonsten eben auch die klassische Bedienung. Ich kann hier eben einmal rausgehen. Wenn ich Apple CarPlay nicht haben möchte, ist eine gute Frage. Wie komme ich da jetzt hin? Telefon abstecken. Das ist die Bauernlösung, kann man auch so machen. Da wollte ich hin. So, Echo. Eco-Hybrid-Anzeige. Jetzt haben wir hier auch eigentlich eine ganz interessante Anzeige. Dieses kleine Bäumchen hier, dieses Bäumchen-Symbol wird quasi immer voller, wird immer mehr angezeigt, desto ökonomischer ihr fahrt. Sprich, Energie spart und so weiter und rekuperiert und wenig Kraftstoff verbraucht. Ja, Durchschnittsverbrauch 5,5 Liter finde ich, wie gesagt, gut, weil ich viel Autobahn gefahren bin. Das ist also schon ein knackiger Verbrauch und Autobahn natürlich auch ein bisschen sportlicher. Für dieses Auto auf jeden Fall hätte der Verbrauch also ohne Hybridunterstützung deutlich höher ausgefallen. Hier nochmal letztendlich ein Symbol, was den Kraftfluss ähnlich wie in dem Mittelinstrument im Grunde visualisiert. Hier oben ist der Verbrennungsmotor. Hier links und rechts, das kann man noch besser sehen. So, Verbrennungsmotor, Antriebsrad, Elektromotor, Akku. Und je nachdem, wie ihr fahrt, wir machen jetzt noch mal eine Runde gleich. Gucken wir uns das Ganze im Fahrbetrieb noch mal an. Ich gehe erstmal die Knöpfe alle durch. Hier ganz klassisch die Bedienung noch mal für das Infotainment-System. Radio, Media, Navigation, Telefon, Einstellungen. Wählschalter für rauf und runter. Hier unten drunter die Konsole für die Klimatisierung. Die habe ich jetzt ausgeschaltet, des Geräusches wegen. Hier drunter haben wir eine, ich finde, gut gemachte Lösung. Ich kann zweimal eine 12-Volt-Steckdose anbringen. Einmal
zweimal. In der Mitte habe ich eine USB-Schnittstelle und eben AUX dazu. Dann hier ganz normal der Wählhebel für die Automatik. Hier kann ich mir, das lasse ich jetzt im Sommer, das Lenkrad beheizen. Aber ich kann auch letztendlich mir eine Ventilation für die Sitze zuschalten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das mache ich jetzt mal. Kommt angenehm kühle Luft hier hinten auf den Rücken. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn. So, jetzt werden wir als nächstes mal weiterfahren. Ich muss mich dazu wieder anschnallen, damit ihr auf diesem Display das vielleicht ein bisschen besser erkennen könnt. So, jetzt sind wir. Der Akku ist geladen. Er liefert seine Kraft an den Elektromotor. Der Elektromotor liefert die Kraft an die Vorderräder. Jetzt gucken, ich keine Radfahrer hier umfahre. So, jetzt sind wir immer noch im Elektrobetrieb unterwegs, weil der Motor ist quasi abgekoppelt. Es fließt vom Motor keine Kraft zu den Vorderrädern. So, jetzt fahren wir noch einen Moment. Jetzt seht ihr, wie auch aus dem Motor quasi symbolisiert wird, dass Kraft zu den Vorderrädern fließt. So, jetzt bremse ich und die Kraft läuft aus den Vorderrädern in den Akku. Den Akku habe ich jetzt quasi schon wieder ein bisschen geladen. Jetzt wieder E-Betrieb, Verbrennungsmotor dazu. Jetzt bremsen wir und der ganze Schwung geht quasi wieder zurück. Ja, das soll es im Grunde schon Handkamera Innenansicht gewesen sein. Wir machen das Fazit und sind fertig mit dem Auto. Ja, nach dieser doch ein bisschen merkwürdigen Fahrt mit der Handkamera. Ich wollte euch, wie gesagt, einfach mal diese Displays zeigen, die einem die Ladezustände oder auch die Bereitstellungszustände des Autos anzeigen, wenn es um den Elektroantrieb geht. Sind wir beim Fazit angekommen. Fazit zum Kia Niro hier in der Spirit-Ausstattung. Ich bin kein Fan von Elektroautos, weil im Moment ist das alles nerdiger Quatsch. Das funktioniert alles nicht. Wir haben verschiedene Steckersysteme. Es ist nicht standardisiert. Wir haben zu wenig Ladesäulen. Das Ganze funktioniert noch nicht so, wie es soll. Und ich sag mal, klar, die Nerds und Elektrofaschisten, die kommen da alle gut mit klar. Die haben Container an Stecker und Kabeln dabei. Aber ich sag's einfach mal, eine ältere Dame, die spontan mal irgendwie eine Fahrt machen muss und dann an einer Elektrozapfsäule strandet und einen falschen Stecker dabei hat, das alles Mist, das funktioniert nicht. Also da muss eine Menge passieren. So, Olli ist kein Elektrofan. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein Elektroauto und Plug-in-Hybriden. Und was ich eben auch so vorteilhaft und positiv finde, ich brauche auch hier keine Stecker oder Kabel oder irgendwelchen dämlichen Ladesäulen Ausschau halten. Wir haben hier letztendlich ganz klassischen Auto, was ich fahre. Je nach Ladezustand und Fahrzustand kriege ich eine Unterstützung in Elektroform oder aber auch ich bin mit dem reinen Benziner unterwegs. Meistens ist es aber so, dass ich mehr Elektroenergie dazu bekomme als eigentlich erwartet. Wenn ich bremse, wenn ich mich rollen lasse, bergunter, wie auch immer, wird der Energiespeicher hier hinten im Heck wieder aufgeladen. Super Lösung, finde ich wirklich klasse. Man muss sich um nächsten Kopf machen. Ja, die Ausstattung beim Kia Niro, wir fangen an, der Fahrzeugpreis hier liegt bei 30.600 und ein paar kleine. In der Spirit-Ausstattung ist ausgesprochen gut. Eine Lederausstattung, ein 8 Zoll Infotainment-System, Klimaautomatik, Fensterheber, elektrischen Sitz für den Fahrer, Memory für den Fahrer. Viele, viele, viele Assistenten, die muss ich ablesen, die kann ich euch gar nicht alle aufzählen. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also letztendlich 8 Zoll Display hatte ich erwähnt. Wir haben ein 4,2 Zoll Display, wo quasi der Tachometer und die Informationen mitgegeben werden.
Was habe ich mir aufgeschrieben? Digitales Autoradio ist natürlich hier DAB+. Eine induktive Ladeschale. Wenn ihr ein Android-Handy habt, iPhone kann es leider noch nicht, was induktiv aufgeladen werden kann, schmeißt euer Telefon vorne rein, wird es aufgeladen. TomTom als Navi habe ich gesagt, Apple CarPlay, Android Auto hatte ich auch angesprochen. Wir haben ein heizbares Lenkrad, hatte ich darüber gesprochen. Sitzheizung, Sitzventilation auf den Vordersitzen. Sitzheizung auf den hinteren äußeren Sitzen ist auch gegeben. Wir haben City Notbremsassistenten. Wir haben eine Fußgängererkennung, was eben auch dann eine Notbremsung je nachdem auslöst, eine Querverkehrserkennung, ihr fahrt rückwärts aus der Parklücke, der Querverkehr wird im Grunde gescannt und ihr werdet gewarnt. Wir haben natürlich ein adaptives Cruise Control, sprich ihr stellt ein Tempo ein, der Abstand zum Vordermann wird gehalten, genauso wie man es eben haben möchte. Spurhalteassistent, der aktiv in die Lenkung eingreift, haben wir hierbei. Wir haben die Blindspot-Erkennung, sprich Totwinkel beim Spurwechsel, je nachdem habt ihr da ein Warnsignal. Wir haben Berganfahrassistenten. Das sind im Grunde die Assistenten, wie sie hier verbaut sind. Das Auto, ich kann es mir gerade gar nicht merken. Ich bin eingeschlossen hier auf dem Gelände, ich gucke, wie ich hier wieder wegkomme. Das Auto wiegt je nachdem 1500 bis 1580 Kilo, ausstattungsabhängig. Ihr dürft mit einem Anhänger ziehen, gebremst, bis maximal 1300 Kilo. Und was habe ich noch? Geschwindigkeiten, noch gar nicht drüber gesprochen. Die Höchstgeschwindigkeit bei dem Auto hier liegt bei 162 Kilometer pro Stunde. Das ist wenig. Keine Frage, vielleicht nicht so das optimale Auto für die Autobahn. Die 0 auf 100 Beschleunigung liegt bei 11 Sekunden, 11,1 ganz genau. Und alles in allem, also kein Sprinter, aber ein schönes Auto für die Stadt, wo man eben mit dieser Mischung aus Elektroantrieb und eben Verbrennungsantrieb sehr emissionsschonend unterwegs ist. Das Ganze jetzt hier mit der Ausstattung, die der Wagen hat. Wir haben als Extras im Grunde die Metallic-Lackierung mit 550 Euro. Wir haben die Lederausstattung mit 1490 Euro. Und wir haben ein Advanced Drive-Paket für 1290 Euro. Sind wir knapp unter 34.000 Euro. Dafür habt ihr wirklich ein modernes, schönes Auto mit einem geringen Verbrauch, mit einer tollen Optik, mit vielen Features und vielen Sachen, die uns Spaß machen. Ja, Thema Spaß machen, muss ich auch jetzt natürlich wieder darauf hinweisen. In, was hatten wir eben, 57 Tagen geht es für meinen Bloggerkollegen und Freund, den Milosch und mich los. Wir packen einen Pickup bis unter das Dach voll mit Outdoor-Gelumpe und fahren einmal um die Ostsee. Unser Projekt nennt sich 21-Day-Roadtrip. Ich blende euch jetzt eben einmal den Hashtag ein. Einfach bei Google reinkippen, kommt er direkt zu uns. 21 Tage um die Ostsee. Am 8. September geht es los. Wir werden komplett nur mit Zelt und Outdoor-Zeug unterwegs sein. Es gibt keine Herbergen, keine Hotels, wo wir unterwegs sind. Wir werden ca. 8.000 bis 9.000 Kilometer fahren. Es werden 10 Länder, die wir erreichen. Ich fange mal bei uns in Deutschland an. Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, bevor es wieder nach Deutschland reingeht. Also eine tolle Tour. Begleitet uns. Ihr könnt alles auf Facebook und auf dem Blog letztendlich sehen. Ansonsten im Nachhinein gibt es auf unseren Blogs nochmal eine tagesaktuelle Berichterstattung. Also ein super spannendes Projekt. Wir sind aufgeregt wie die kleinen Kinder. Wir haben da so einen Bock drauf. Und tja, wenn wir, könnten wir schon morgen losfahren. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Guckt hier mal auf den Kia Niro, wenn euch das letztendlich vom Thema interessiert. Spannendes Auto, tolles Konzept und ja, habt viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Euer Olli, gebt mir eure Daumen, abonniert den Kanal, macht Werbung für den Kanal. Ist eine Menge Arbeit, die hier drin steckt und damit auch ein bisschen was wiederkommt. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank und ja, gute Woche für euch. Bis dahin.